Ich auch schon wieder. In Far Cry 3. Ich bin hier gerade ein bisschen leise. Bestimmt quatschen die wieder was. Und ich glaube, ich wollte doch nicht zu was. Hm? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Deine Mutter. Citra vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Hm? Und jetzt bist du einer von uns? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Hm? Der California Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat ja nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir, was? Was? Wer verfickt nochmal ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Citra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason, ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Der von dem Stuhl ist gerade da geflogen. Aber wie? Holy, oh mein Gott. Oh, hier bricht die Hölle aus. Hier brennt natürlich sofort alles. Wenn nur oben das Feuer gelegt wurde, brennt natürlich unten auch alles. Ja, sehr realistisch. Lisa, ich komme! Ich komme. Ja, lass mich auch rennen. Hier. Wo muss ich denn lang? Oh scheiße, nicht auf Zeit, ey. Komm, Junge. Lass mich in Ruhe. Also, wie komme ich denn jetzt hier lang? Ich bin unterwegs. Okay, danke. Wasser, lösch das schneller. Wow, da muss ich komplett drauf schießen. Ich muss auf die Rohre schießen. Ja, ich weiß. Ich hab's schon gemerkt. So blöd bin ich jetzt auch. Oh. Ah, Feuer, geh aus. Feuer ist überall. Ach, ehrlich. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Kletter da hoch, Junge. Alter. Inkompetent, dieser Typ, ey. Lisa, ich steh die Tür, ich komme! Achso, Tür durchschießen. Hätten wir mir auch mal sagen können. W drücken, W, 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 W. Hier. Oh! Junge, ne? Alles klar. Keine Sorge! Alles klar, das war ja... Das war ja super. Scheiße. Verdammt. Müssen wir das ganz normal machen. Schaffen wir, das kriegen wir hin. Alter, von ganz von vorne, ey. Boah, Jungs. Jetzt hätte ich hier nichts zu tun. Oh nein, ja, los. Das Gebäude schützt gleich ein. Ja, ich weiß. Alter, kann ich mich nicht mit dem Wasser schützen hier? Ich muss auf die Rohre schießen. Hast du gerade schon mal gesagt. Alter, wieso brenne ich denn jetzt? Ich bleib mal ganz geschillt, Junge. Alter, wieso brennst du denn schon wieder? Das Feuer ist überall. Ja, du bist auch. Ich bin auch überall, Alter. Total am Rumpflennen hier. Sollte sich mal. Lisa, ich steh die Tür, ich komme! Er sollte sich mal besser aufs Rennen konzentrieren, statt die ganze Zeit zu schreien. So ein bisschen effektiver. Hilfe, jetzt spring doch! Nein, Junge, Junge, hallo! Nein, nicht runterfallen! Auf keinen Fall da lang! Wo lang muss ich? Ich lad mal so währenddessen nah. So ganz geschillt, so. Ja, alles easy hier. Ich halte die Hitze nicht schneller. Und ich nochmal noch A. Und da war A gerade rot, also sollte ich keinen A mehr schicken. Wo lang denn jetzt? Ja, ein bisschen mehr Wegführung, ey, das wäre mir schon lieb. Danke sehr.
Danke sehr. Ich habe Leertaste gedrückt. Und habe es natürlich nicht geschafft. Danke sehr, danke sehr. Jetzt muss ich bestimmt wieder von ganz vorne anfangen. Ich bin begeistert. Nee, ne? Oh, Jungs. Guck mal hier den kurzen Weg. Los, Wasser, lösch schneller, la 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 la. Ich mache ein bisschen Party. Los, Wasser, komm da raus. Ja, ich weiß. Hast du gerade schon mal gesagt. Insgesamt. Das Feuer ist überall. Boah, ich quatsche da jetzt nur noch rüber. Wieso brenne ich denn jetzt schon wieder? Alter, jetzt sitzt die Fliege noch auf meiner Nase. Alter, ist sie dreist. Ich stehe die Tür, ich komme! Fall nicht runter, Junge. Ich drücke W, ich drücke immer noch W, ich drücke immer noch W. Ja, natürlich nicht, weil das Feuer genau vor meinem Bauch brennt. Nein, ja. Ja, okay, ich fall da runter. Nein, ich fall dann natürlich nicht runter. Ich bin halt gerade auch nicht runtergefallen. Ich hab mal auf zu quatschen hier. Ich muss mich konzentrieren. Und sei mal nicht so inkompetent und hier durch diese 1 Meter hohen Flammen kannst du auch mal durchrennen, ey. Ach nee, er ist ja ein Benzingetränk. Vielleicht solltest du doch nicht da lang rennen. Das ist natürlich sehr... Leute, ich mach das noch fertig, ja. Keine Sorge, ich mach das noch fertig. Und wenn's bis morgen dauert. Ich bin unterwegs. Ja. Ich wollte die Folge heute jetzt gleich auch noch hochladen. Ich glaube, das schaffe ich gar nicht. Wenn die Jason weiter so inkompetent ist. Das Feuer ist überall. Eigentlich, ich glaube, der Inkompetente bin ich hier. Schaffe auch gerade gar nicht. Ich will einfach nur schnell durchrennen. Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen langsamer vorgehen. Ja, Feuer am Bauch. Verbrenn mich nicht. Nein, verbrenn mich nicht. Ich bin Superman. Feuer 10 Kilometer von mir entfernt. Ich verbrenne mich. Ich verbrenne mich. Auf keinen Fall da lang. Ja, nein, geh auch nicht da lang. So, Alter, die Wasserrohre könnten mittlerweile auch mal auf sein. Die wissen ja, dass ich hier lang will. Also die Wasserrohre. Was? Ich halte die Hitze nicht länger aus. Ja, dann renn mal, wenn ich die ganze Zeit hier A drücke. Guck dir nicht das da unten an, das ist nämlich total uninteressant. So, jetzt ganz geschickt hier rüber. Ganz geschickt hier hoch. Ganz geschickt klettern. Gut. Sehr schön. Ja, ja, chill mal. Hat ja noch eine Minute, ich konnte ja zwischendurch eigentlich noch was gucken. Oh mein Gott, still. Wir haben Oliver. Hey, wir können jetzt nichts für ihn tun. Dann lauscht mir nach, ich habe eine Idee. Wirklich? Hoffe ich mal auch. Mir nach und sie rennt voraus. Okay. Alter, mir nach. Oh nein, du verstehst das nicht, oder? Das ist der einzige Weg runter, komm schon. Ich kann nicht über Feuer springen. Nur einen Meter. Alter, wie dämlich. Ich sollte das Spiel vielleicht mal ein bisschen ernster nehmen. Aber ganz ehrlich, wie dagegen geklatscht ist. Geil. Da drüben, der Wagen. Er ist im Freien. Den hole ich mir. Holt euch das Fahrzeug! Lisa, du fährst! Was? Fahr! Okay! Ja, dann steig doch mal ein, Junge! Er springt nicht an! Ich drücke Leertaste, immer noch Leertaste. Meine Leertaste ist schon kaputt, Alter. Boah, geil! Natürlich kommt jetzt bestimmt noch was, dass das Ding einstürzt. Ganz sicher. Nur weil ein bisschen... Das war so klar. Das war so mega klar. Hast du die Explosion gesehen? Was? Oh mein Welche Gott. Explosion? Ja klar, und die liegt natürlich hier einfach so rum. Ich habe die da hingelegt. Vorhin. Und dies hat natürlich unendlich Munition. Okay, ich sag schon nichts mehr.
Guck mal da. Da kommt gleich ein Auto hoch. Ich wette mit dir. Da kommt gleich ein Auto hoch. Da kommt doch kein Auto hoch. Ich wette nicht mit dir. Was dann... ist denn hier los? Verkehrsberuhigung! Ich kann das nicht! Wie soll ich damit klarkommen? Du machst das schon! Ja, lad mal ein bisschen schneller nach. Wo fährst die denn lang? Weißt du überhaupt, wo ich nicht will? Die schießen auf uns! Ach, ehrlich? Was machst du? Fahr geradeaus! Ich schieß immer daneben! Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen! Oh, geil! Das war ein super Schuss. Und da kommt noch ein Auto. 10 vor 2, 10 vor 2! Dann fahr du doch! 10 vor 2? Oh, ein Fähigkeitspunkt. Geil. Oh, ein Fähigkeitspunkt. Ne, ich warte noch, bis ich den ausgebe. Ich lade mal so währenddessen nach hier, so ganz chillig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Schneller, schneller! Was denn? Die Straße geht nicht! Sag wer? Die Bullen? Boah, Junge, bleib mir stecken, Alter. Der ist gerade nicht dein Ernst. Fahr! Mach der Motor aus! Nein! Abgesoffen! Dreh den Schlüssel! Tritt auf die Kupplung! Ich... Welches Pedal ist das? Dein Ernst? Oh, Lisa! Alter, kann ich dein Auto fahren? Ich glaube, ich hätte fahren sollen. Aber sehr schön, ne? Die sind ja. Vor uns! Und ich guck natürlich nach hinten. Und ich nehme natürlich jetzt nicht, Alter. Alles klar, ich hab's jetzt! Los, los, los! Ja, Alter. Alter, hab ich gut daneben geschossen. Das war ja ein Kunstvoll. Das mache ich wirklich sehr gut daneben schießen. Alter, jetzt. Ich muss gleich kotzen. Schneller, schneller! Wieso denn? Geil! Diese Pisser haben gar nicht gemerkt, was passiert ist! Überhaupt nicht. Die waren nur eine halbe Stunde hinter uns her. Großartig! Hältst du fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich! Es ist ein Albtraum! Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy? Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Scheiße. Das tut mir so leid. Ja, ist klar. Aber ich habe Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin. Will man die Folge cutten. Danke sehr. Sie sagte, sie ist in einer Höhle unter dem Haus. Alles klar, also die sind jetzt sicher. Also wir während einer Mission. Alles klar. Ich muss doch noch weitermachen. Oh, Jungs. Und noch ein Fähigkeitspunkt. Und Lisa, du kannst doch bestimmt folgen. Du bist da doch super drin. Lisa? Daisy! Du hast es geschafft! Oh. Daisy, es tut mir so leid. Okay, genug geheult jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskorb für den Außenborder, der fehlt. Okay, ich sehe mich mal um. Schöner Fund. Alter, ich wollte... Meine Fresse, ich wollte die Folge hier mal beenden, ey. Aber die lassen mich einfach nicht. Geht bestimmt schon eine halbe Stunde hier. Ach, brauche ich denn überhaupt? Bestimmt das da. Das brauche ich bestimmt. Weil ich da nicht hinschwimmen kann. Ich nehme das mit. Tauch mal schneller auf. Danke sehr.
Also das mit Lisa hat ja jetzt ganz souverän eigentlich geklappt und war ein bisschen unlogisch mit dem Benzin. Und es tut mir leid, wenn ich das Spiel jetzt gerade nicht so ernst genommen habe, weil es war einfach zu geil, wie die da gegengesprungen ist. Das war einfach mega witzig. Und ich denke, ihr könnt damit einfach mal mitlachen. Dann sagt er sich, Alter, er schnippt das Spiel überhaupt nicht ernst, ey, das ist voll geil, das Spiel, wir nehmen das doch mal ernst. Sorry, aber das ging da gerade nicht. So, dann wollen wir beenden, weil das hier mal schnell, ja, hier, der komische Kopf, bitte sehr. Der komische Knüppel. Hey, du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Danke. Wir sagen ja total viel jetzt. Das Ding sieht nur total zuverlässig aus. Ich weiß, warum du das nicht machst. Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Klasse. Jetzt schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du noch mal mit Lisa, bevor du gehst. Alter, klar rede ich noch mit Lisa, bevor ich gehe. Hallo Lisa. Hallo. Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay, ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Aber ich kann keinen Kugelstoß, sorry. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Sei vorsichtig. Und vorsichtig geht's natürlich weiter. Und das alles erst in der nächsten Folge. Wir gucken noch kurz bei den Fähigkeiten rein. Da gibt's nichts Neues. Hoffen wir uns das einfach mal. Gibt's auch nichts Neues dann. Schade. Hätte sein können. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, auch wenn sie ein bisschen länger ist. Ich denke, ja, freut euch sogar, wenn sie ein bisschen länger ist. Was tue ich da gerade? Ich will das nicht tun. Ich tue es. Wieso habe ich das getan? Alter. Wollte keine Mission mehr machen. Ja. Aber es war nur eine Kuh, die auf eine scheiß Mine getreten ist. Also ich mache jetzt hier einen Schnitt, auch wenn die hier reden. Ich zeige euch das später nochmal. Also bis dahin. Ciao, ciao. Mit freundlichen Grüßen. Servus, Chef. Bis dahin. Haut rein.